Ich rufe auf den Punkt 17. Dritte Lesung, Gesetzentwurf Fraktion der AfD, zweites Gesetz zur Änderung der Hessischen Bauordnung. Die Berichterstattung hat der Kollege Andreas Lichert. Bitte sehr. Danke sehr, Herr Präsident. Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen hat sich in seiner Sitzung am 24. November 2021 mit dem Gesetzentwurf befasst, und er empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in dritter Lesung abzulehnen. Das geschah mit den Bündnis 90 die Grünen, SPD, Freie Demokraten, DIE LINKE gegen die Stimmen der AfD. Vielen Dank, Herr Berichterstatter. Macht gleich weiter. Sehr verehrte Damen und Herren, werte Kollegen, da wir uns in der dritten Lesung des Gesetzentwurfs befinden und auch die zweite Lesung bereits fast drei Monate zurückliegt, sollte man einmal den Stand der Debatte oder besser gesagt den Stand der Nichtdebatte rekapitulieren. Alles, was konkret zu diesem Thema vorliegt, weist auf den Mindestabstand von 1.000 Metern, insbesondere die Handlungsempfehlungen der Windkraftlobby. In der Sache scheint es also keinen Dissens zu geben. Gäbe es beispielsweise handwerkliche Mängel in dem Gesetzentwurf, dann würden Sie uns diese sicherlich ganz genüsslich um die Ohren schlagen. Warum also dieser Widerstand? Werfen wir doch einmal einen Blick auf die Webseite des Ministeriums. Da finden wir z.B. unter der Überschrift Ausbau und Regionalplanung Windenergie in Hessen. Ich zitiere: Begrenzung der Fläche, die vorrangig zur Nutzung der Windenergie zur Verfügung steht, auf 2% der Landesfläche. Und jetzt kommt's: Die weiteren Schutzbestimmungen wie Abstände zu Siedlungen gelten natürlich darüber hinaus. Zitat Ende. So zu finden auf der Webseite des Ministeriums. Und jetzt kommt die bittere Pointe, meine Damen und Herren. Es gibt keine gesetzliche Schutzbestimmung zu Abständen in Hessen. Und das ist genau das Problem, was mit diesem Gesetzentwurf adressiert werden soll. Und, werte Kollegen, es ist schon außerordentlich entlarvend, dass Sie allesamt zur zweiten Lesung nicht Stellung genommen haben. Nicht einmal ignorieren war da wohl die Devise, die rein zufällig alle Fraktionen im Haus befallen hat. Hat es da etwa Absprachen gegeben, Herr Frömmrich? Ja, könnte das sein? Tja, meine Damen und Herren, offensichtlich muss ich Ihnen erklären, was diese Schlaumeierei beim Bürger bewirkt. Es mag ja in Ihrer politisch korrekten Blase dafür sogar Applaus geben, aber was ist denn mit den Betroffenen Ihrer Politik vor Ort? Haben Sie schon einmal an die gedacht, die Ihre Geisterfahrt ausbaden müssen? Gerade an die Landesregierung gerichtet. Auch deren Landesregierung sind Sie, ob Sie wollen oder nicht. Meine Damen und Herren, erinnern wir uns, die Grünen umgeben sich ja gerne mit dem betont ökologischen Touch. Die vermeintliche und zur Schau getragene Naturverbundenheit produziert natürlich hin und wieder echte Stilblüten. Und ein besonders putziges Exemplar habe ich Ihnen heute mitgebracht. Ich zitiere: Wir wollen, dass in den nächsten 4 Jahren jede Biene und jeder Schmetterling und jeder Vogel in diesem Land weiß, wir werden uns weiter für sie einsetzen. Dieser epochale Satz markiert natürlich den Höhepunkt der Teletubbisierung der Politik. Und er stammt von keiner Geringeren als Karin Göring-Eckardt, fiel im November 2017 auf einer Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen. Eigentlich müssten wir jetzt hier eine Pause machen, damit die Tränen trocknen können. Die Tränen der Rührung oder, was wahrscheinlicher ist, die Tränen des Lachens. Leider haben wir nur 5 Minuten, deswegen muss es weitergehen. Wir sind aber definitiv endgültig an dem Punkt angekommen, wo Klimaschutz brutal gegen Naturschutz und Tierschutz ausgespielt wird. Und wieder, das sage nicht ich, sondern das sagt der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium Sven Giegold. Ich zitiere erneut: Wenn wir mit dem Ausbau der Erneuerbaren vorankommen wollen, ist die Änderung im europäischen Naturschutzrecht notwendig. Meine Damen und Herren, ich übersetze das einmal. Das bedeutet weniger Natur-, Arten- und Tierschutz, weniger Rechtsschutz für Verbände und Bürgerinitiativen und vor allen Dingen weniger Rechtsschutz für die Bürger vor Ort.
Und ich will noch auf einen Zusammenhang hinweisen, der noch besser messbar ist als die Begeisterung von Bienen, Schmetterlingen und Vögeln für die Politik der Grünen. Das sind nämlich die Wahlergebnisse. Je mehr Bürger nah an der Natur arbeiten, umso weniger wollen sie von grüner Politik wissen. Richtig gut kommt grüne Politik nur bei denen an, die es nicht betrifft. In einer Großstadt Cappuccino schlürfend kann man sich natürlich viele Gedanken machen, was andere so und so zu machen haben. Man hat tolle Ideen für das Geld anderer Leute, und der eigene Beitrag zur Rettung der Welt, der beschränkt sich darauf, die richtige Meinung zu haben und in einem hochsubventionierten Elektrosuff zum Biosupermarkt zu fahren. Ja, meine Damen und Herren, so macht die große Transformation richtig Spaß. Sie verweigern weiterhin den Bürgern den Rechtsschutz, den sie in dieser Sache verdient haben. Und die Verweigerung einer ernsthaften Debatte macht jedem interessierten Bürger klar, dass seine Interessen nur noch von der AfD vertreten werden. Dafür und nur dafür vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Lichert. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist die Aussprache beendet. Abstimmung kommt nachher.